Jetzt kommen wir zu dem letzten und sozusagen krönenden Abschlusspunkt dieses Abends. Einer Lesung mit Dietmar Dart. Es wird noch schlimmer, du brauchst gar nicht den Kopf schütteln. Ja. Dietmar Dart. Das ist, sage ich selber. Aber erst ich. Ich möchte ihn kurz vorstellen, obwohl wahrscheinlich die allermeisten ihn ohnehin kennen. Dietmar Dart ist eine ziemlich unübersichtliche Person. Venus Sieg, woraus er heute Abend unter anderem lesen wird, ist vermutlich Roman Nummer 24. Allein im letzten Jahr waren es 3. Ein Datologe hat 38 größere Stücke gezählt und ungefähr 700 Veröffentlichungen im Feuilleton und anderswo geschätzt. Seine Produktivität ist völlig irre, schreibt die Basler Zeitung. Wer Dart hat, meint der Freitag, braucht keinen anderen. Wir haben also ein All-in-One-Ereignis vor uns. Er ist 1970 quasi als Autor geboren. Im badischen Schopfheim hat er leere Autos angezündet, heißt es. Wir haben es versucht, sie haben nicht gebrannt. Bevor er später Chefredakteur der Spex wurde. Dann war er später Redakteur der FAZ, ist dort wieder ausgestiegen und ist jetzt wieder dort als Filmkritiker. Er hat Schwächen für Klassenkampf, für Physik, für Maschinen, für Zombies, für Pop und für Film. Und natürlich für Science-Fiction und für Kommunismus. Also für spekulative Durchbruchserzählungen. Seine Texte handeln nicht davon, wie es ist, sondern davon, wie es sein sollte, wie es hoffentlich nicht sein wird oder wie es ganz neutral sein könnte. Science-Fiction ist ein Genre, das für ihn die politisch-wissenschaftlichen Fragen der letzten Jahrhunderte als ästhetische behandelt. Und immer wieder äußert er sich zum Kommunismus. Auf die Frage eines Spiegeljournalisten, ob sich dieser nicht diskreditiert habe, antwortet er, die bürgerliche Gesellschaft hat schließlich auch mehrere Anläufe gebraucht. Die Welt hat Dietmar Dart lange als bekennenden Marxisten bewundert und dann aber doch eher in ihm den Typus des schlauen Stalinisten entdeckt. So schreibt Dart in den Zwischenräumen. Vom konservativen Feuilleton als eine Art Paradiesvogel bewundert, sind linksliberale Medien etwas ungnädiger. Die Taz findet seine Texte überwiegend unverständlich, besserwisserisch und nervig. Venus Siegt ist ein Science-Fiction, der sehr viele Fragen behandelt, die die Linke heute am Wickel hat und die auch die Linke Woche der Zukunft angetreten ist zu diskutieren. Es geht um Kämpfe um die Verfügung über zukunftsfähige Technologien, die Rolle der Kreativität in der Lösung endlicher Ressourcenzugänge, die Erschließung neuer Räume für andere Lebensformen und vieles andere. Ich freue mich deswegen sehr, dass Dietmar Dart zum Abschluss dieses heutigen Abends hier aus diesem Buch liest. Es scheint wie für uns geschrieben. Vielen Dank und ich freue mich. Vielen Dank. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ach, das Allerwichtigste, kann man das auch hinten hören, also da an der Bar? Ich sehe einen Daumen hoch, sehr gut. Also vielen Dank für die Einladung. Schön, hier in der Volksbühne zu sein, wo die Zukunft ja jetzt auch irgendwie, habe ich heute irgendwo gelesen, demnächst kommen soll. Immerhin aber doch auf altmodische Art, denn ein Mensch wird durch einen Menschen ersetzt und nicht durch eine App. Das kommt dann wahrscheinlich als nächstes oder ein blinkender Kaugummiautomat. Das ist eine sehr ungewöhnliche Veranstaltung für mich, weil ich eigentlich ja nicht mal leide, sondern mich daran gewöhnt habe, dass es zwei Typen von Veranstaltungen gibt. Das eine ist eine politische Veranstaltung, wo diese Schwächen, die erwähnt wurden, die ich ja für Stärken halte, ehrlich gesagt, wie Klassenkampf und so, eine Rolle spielen. Und das andere sind, staats- und kulturtragende Besinnlichkeiten, die dann in Literaturhäusern oder so entfaltet werden. Und das heute Abend ist eine Hybride. Was ist denn das jetzt, Kultur oder Politik? Welche Rolle Kultur im etablierten, bürgerlichen, bezuschussten und so weiter, staatstragenden oder vom BDI gespritzten Zusammenhang spielt, das wissen wir alle. Das geht dann so aus. Ein relativ fieser Waffenhändler aus Griechenland, der in seiner Jugend aber durchaus geistigen Interessen nachgegangen war, Marxist hatte werden wollen und sogar mal eine Vorlesung von etwa Zeit erlebt haben soll, feierte seinen 60. Geburtstag in einer geräumigen Villa auf einer spanischen Insel. Seine 32 Jahre jüngere Privatsekretärin, die er liebte wie eine Tochter und noch Schlimmeres, regte bei seinen tumpen, aber treuen Kollegen und Geschäftspartnern aus der Waffendealerwelt an, man solle einen berühmten italienischen Philosophen für einen Vortrag über Waffen einfliegen. Der Philosoph war nicht billig, aber alle beteiligten sich an der Gabe, Crowdfunding auf höchstem Niveau. Und so erschien er wirklich und hatte sich sogar recht gut vorbereitet.
Sein anderthalbstündiger Vortrag handelte nicht nur von Heidegger, Thales von Milet, den Vorsokratikern, der Bibliothek von Alexandria, dem Hellenismus, dem Ersten Weltkrieg, Emmanuel Levinas und dergleichen, sondern auch von Munitionsgurten, luftgekühlten Rückstoßladern, Mündungen und Doppeltrommelmagazinen. Kinder, was ihr mir für eine Freude macht, rief der Waffenhändler unter Tränen und erlaubte allen Gästen, auf den Wirrkopf zu schießen. Diese Geschichte hier ist eine andere, ist eine hybride. Politische Veranstaltungen versuche ich eigentlich so anzugehen, dass man irgendwie Talking Points hat. Es gibt einen reaktionären Fernsehmoderator, sehr erfolgreich bei Fox News in Amerika, Bill O'Reilly, der sehr didaktisch vorgeht, der ein Segment hat Talking Points, ein Segment Interview, wo er entweder irgendwelche Reaktionäre einlädt, sich auszubreiten oder jemanden zusammenschreit, der kein Reaktionär ist. Und dieses Institut der Talking Points dient in der Sendung dazu, dass man sagt, okay, über folgende fünf Dinge wird geredet. Dann kann man Gedanken produzieren, dann kann man die Klinge kreuzen, dann kann man das Florett führen, all diese Geschichten, die auf Diskussionsveranstaltungen passieren. Ich kann das heute alles nicht machen. Ich habe einen 9-Stunden-Tag hinter mir und mir ist eine Lesung versprochen worden. Der Ansatz ist also ein bisschen ein anderer. Man kann nämlich auch auf eine andere Art Gedanken produzieren. Es wird tatsächlich keine Debatte geben, sondern es wird sozusagen Musik geben. Es wird ein paar Eindrücke davon geben, was ich glaube, was erzählende Texte leisten können im Rahmen dessen, was hier versprochen ist und worum es hier geht. Auf dieser Veranstaltung. Das kann im schlimmsten Fall immer noch so gut werden wie Redaktionskonferenzen, deren Geheimnis ja ist, dass die Leute auf gute Ideen kommen, weil sie irgendwann einfach rausblenden. Weil da einer sitzt, irgendwas quatscht und man während der Zeit sich schon mal ein paar Artikel ausdenken kann. Also im schlimmsten Fall einfach an was anderes denken. Vorderfrau, Vordermann fixieren. So entstehen bestimmt großartige Texte, die ich dann wieder gerne lese. Das Buch heißt Venus siegt. Und es handelt von lauter Sachen, die es nicht gibt. Von Robotern, die denken können, von Computerprogrammen, die denken können. Vieles von diesem Zukunftskrempel wird im Augenblick vertreten, um Fragen zum Verschwinden zu bringen, die sich weigern werden zu verschwinden. Fragen wie, wie arbeiten wir überhaupt? Ist das fair? Wer wird ausgegrenzt? Wer wird eingeschlossen? Wer wird eingesperrt? Wer wird unterdrückt? Wer wird ausgebeutet? Und so weiter. Da gibt es dann Leute, die sagen, naja, du kannst ja nicht mal mehr Tarifverhandlungen auf diese Weise führen, weil wie willst du denn noch bestimmen, wenn jemand irgendwie gleitend am Rechner arbeitet, was ist denn die Stückzahl, was dieser Mensch produziert, was ist denn der Stundenlohn, den so jemand hat, wenn er immer erreichbar ist oder sie. Die Antwort darauf lautet natürlich, man muss halt versuchen, das zu berechnen, man muss versuchen, da Druck auszuüben. Denn die Leute, denen der ganze Scheiß gehört und die damit Geld verdienen, müssen es ja auch können, sonst wären sie pleite. Also offenbar kann es die Gegenseite. Das Buch enthält Metaphern, insofern als es diese Dinge, wie gesagt, nicht gibt. Ich halte es aber für sehr wichtig, vorhin ist über Science Fiction geredet worden und welche Rolle diese Literaturgattung für mich spielt. Ich finde diese Literaturgattung wegen des störenden und eigentlich amusischen oder illiteraten oder antiästhetischen Bestandteils Science eine sehr wichtige Herausforderung, einen wichtigen Stachel für Ästhetik, einfach deswegen, weil Science sagt, wir wissen schon einigermaßen, wovon wir reden. Und wir sind einigermaßen verbindlich dabei zugange. Und vor allen Dingen, wir sind neugierig darauf, wie ein Sachverhalt tatsächlich ist und wissen es nicht vorher. Unglücklicherweise gibt es auch auf der linken Seite Leute, die es schon vorher wissen und die sozusagen ja, Schreibtischkritik üben, insofern, als sie in die Probleme nicht reingehen und dann vorher irgendetwas, früher hätte man gesagt, Weltanschauung, heißt das manchmal Theorie, den Sachen überstülpen und sozusagen nicht, also denken sie seien über den Dingen, weil sie einfach nicht in den Dingen sind. Und ich habe neulich zum Beispiel eine Kritik an diesen ganzen Versprechen gelesen, die eine Marxistin ja auch wirklich vernünftig kritisieren kann, wenn es zum Beispiel heißt, ja, die Arbeit wird ganz anders werden und in Zukunft kannst du von Ideen leben und es ist alles irgendwie nicht mehr diese schlimme Festanstellungswelt und all diese schönen neuen liberalen Versprechungen, die natürlich darauf rauslaufen, du bist nicht mehr krankenversichert und all diese Geschichten. Und sozusagen diese Sachen zu kritisieren auf der Ebene von, was mit den Menschen passiert, super. Aber dann gibt es andere Formen von Kritik, die sagen, wir wissen aufgrund unserer Weltanschauung schon vorher, dass tatsächlich diese Dinge nichts Neues bringen können. Das heißt, es wird nicht die politische Kritik gesucht, die beispielsweise an der Dampfmaschine kritisiert, das könnte ja wirklich weniger Arbeitszeit für Leute bedeuten, bedeutet aber de facto, dass einige Akkordarbeiten, dass der Takt ihnen von der Maschine vorgegeben wird und andere halt arbeitslos sind, weil sie irgendwie nicht in der Lage sind, mit diesem Takt Schritt zu halten. Und genauso kann man diese neuen Maschinen kritisieren, sondern da wird so eine philosophische Kritik an den Maschinen in die Waagschale geworfen und
die bedient sich dann auch noch des Vokabulars aus der Ecke Marx und Engels. Dann heißt es zum Beispiel, naja, künstliche Intelligenz, habe ich neulich bei jemand sehr klugen, jemand marxistischem gelesen, das kann ja sowieso nicht funktionieren, weil das beruht ja auf der dualistischen Idee, dass der Geist vom Körper ablösbar ist. Aber Geist und Körper bilden doch eine unauflösbare dialektische und materielle Einheit. Okay, klingt erstmal schlau, heißt aber nichts anderes als eine Neuauflage vom Vitalismus. Weil so wie der Vitalismus früher gesagt hat, organische Stoffe, Stoffe, die wir organisch nennen, können nur von Lebewesen produziert werden, steckt hier fast ein Papstgedanke drin, nämlich nur wer aussieht wie die alten Bilder von Michelangelo, hat auch eine Seele oder kann denken in irgendeiner Form. Und das Problem dabei ist, dass man sozusagen vorher weiß und dann so Formeln benutzt, dialektische Einheit, und ob die dann aus dem Katechismus kommen oder von Marx, ist eigentlich egal, weil das Problem dabei ist, man schneidet sich damit die Möglichkeit ab, das Ding politisch zu kritisieren und holt sich so eine Art gratis narzisstischer Befriedigung aus dem Besserwissen. Erzählungen können demgegenüber Situationen ausprobieren, ohne erstmal zu wissen, wie es weitergeht. Und diese Geschichte hier, die ich geschrieben habe, spielt also auf einer Welt, auf der Venus, wo eine, wie man heute sagt, Transformation stattgefunden hat, das heißt, wo viele Eigentumsverhältnisse umgeschmissen wurden, wo bestimmte Formen von Arbeit, die bei mir bestimmte Formen von Lebewesen sind oder von künstlichen Wesen, emanzipiert sind. Und jetzt feiern die diesen neuen Zustand, aber sie sind natürlich belagert, denn dieses System, diese Venus funktioniert nicht alleine, sie befindet sich in Handelsbeziehungen, in politischen Beziehungen mit anderen Körperschaften, mit anderen Welten. Und der Ich-Erzähler, den ich nicht mit mir zu verwechseln bitte, erzählt sein Leben in dieser revolutionären Gesellschaft, die Macken hat, die scheitert, die schief geht und die von ihm am Ende so verstanden wird, dass es nicht darauf ankommt, zu sagen, da es gescheitert ist, war es doch richtig, dass man es einfach alles so nimmt, wie es kommt, sondern, wie Beckett mal gesagt hat, scheitern, nochmal machen, besser scheitern. Ich lese eine etwas längere zusammenhängende Episode vor. Man muss dafür nur wissen, dass D oder die, das sind die Diskreten, das heißt, das sind, denkende, fühlende, ihrer selbstbewusste Wesen, die in Gehäusen eingezwungen sind, die sozusagen Roboter sind in unserem Sinne. K, kontinuierliche, sind solche, die den Träger auch wechseln können. Es ist die Begegnung auf einem Fest, am Rande eines Festes, zwischen dem Ich-Erzähler, der ein Mensch ist, und einem alten Bekannten, der ein in so eine Hülle eingesperrter Roboter ist. Die können dann an ihrer Roboterhülle allerlei Ingenieursartiges verändern, aber sie können nicht raus. Das ist natürlich eine Allegorie auf unter anderem das, was heute die Freiheit schlechthin ist, nämlich die sogenannte Mobilität in der Globalisierung, zu der Hermann Peter Piwitt was sehr Schönes gesagt hat, selbst wenn du sehr reich bist, kannst du überall hin, aber nie mehr raus. Nach dem zweiten Sonnenuntergang 549 wurde die längste Bahn eingeweiht, die wir je gebaut haben. Sie führte kontinuierlich von Laukannenstadt zu den Platinterrassen von Flintstadt, das heißt kurz vor dem Amtssitz der ersten Delegierten, gabelte sich die in Quanon entspringende riesige Röhre aus Abermilliarden von Konvektionszellen, und die beiden Ausläufer strebten voneinander fort. Als das Andocken, das Stunden dauerte, beendet war, saßen wir Stadtleute auf pseudo-hölzernen Gerüsten zu Tausenden südlich des Katzenhauses und applaudierten einer riesigen Maschine, die aus nichts als Armen und Monitoren bestand und die Verbindung vollendete. Ich sah mich um auf dem Gerüst und konnte anders als auf ähnlichen Großveranstaltungen noch vor 2 Jahren keine explizit ihre Veränderungen ausstellenden Neukörpermenschen entdecken. Dafür diverse Exemplare einer neuen Untergattung der Die, der Roboter. Nein, nicht neu. Man hatte sowas schon im ersten Lustrum nach dem Laukannenaufgebot hier und da gesehen, in Le Jeu, zu der Zeit, als ich dort wohnte. Sogar häufiger als anderswo. Absolut menschenähnliche, in weicher Prägebiotik, recht dunkel, länger gliedrig als wir, aber um Mimesis bemüht, im Geiste des Zusammenwachsens, ganz auf Linie. Förderte unsere Linie doch nicht nur solche Roboter, die wir Menschen aussahen, sondern auch Kay, die ihr Wanderleben zwischen den Wolken beendeten und sich dauerhaft auf bestimmte Menschen spielen ließen. Die zahlreichen Die in Menschengestalt, die ich auf dem Gerüst sah,
gehörten der neuesten Generation an, hergestellt vor allem in Behrens und die waren schlaksig, feingliedrig, mit oft weißem Haar, auf eine zurückhaltende und prononciert androgyne Weise vornehm, die mich an irdische Kunst aus der Zeit des Ägypterkönigs Echnaton erinnerte, Werke der Amarna-Epoche. Der Mann, der mir am meisten auffiel, trug kurze himmelblaue Hosen etwa bis zu den Knien und ein zerschlissenes weißes T-Shirt, sichtlich oft getragen, aber makellos gereinigt. Und auf dem Rücken, mit zwei über die Brust in X-Form geschnallten Gurten gehalten, eine Art flachen Koffer, eine matt-silberne Platte. Was war das, eine Batterie? Als die Hauptzeremonie beendet war, die Musik lauter wurde und Ballons in den Himmel stiegen, verschwanden meine Leute nach und nach zu ihren Geschäften im Katzenhaus, sodass mir, weil ich meine Arbeit für diesen Tag hinter mir wusste, schließlich wohl etwas langweilig wurde. Ich hielt den Blick, ja alle Sinne, auf die restlichen festlichen Abläufe gerichtet, auf das Feuerwerk. Am Ende ging es, bis die Nacht heraufzog, nur noch um Stimmungen. Stimmungen der Freiheit zwar, aber Stimmungen. Schließlich stieg ich von meinem Brett und wollte mir auf einer sicheren Trittstufe eben ein Initial rufen. Da segelte leicht nach rechts und links ausschwingend auch schon eins heran, das zwei gerade, graue, stoffbespannte Stühle trug. Auf dem rechten saß jemand. Es war der die von vorhin. Ich bin nicht stolz drauf, wie schroff ich reagierte. Kennen wir uns? Kennen wir uns? Er saß in Rufweite, ich war unnötig laut geworden. Er zeigte seine starken Zähne. Das sah seltsamerweise nicht bedrohlich aus. Dann sandte er mir einen String von Namenskürzeln, bei denen Pings meiner Gaben bestätigten, dass irgendwelche Muster ganz unten, ganz hinten, tief drinnen einander kannten. Mein Hirn kam schneller drauf als der Netzkram. Fabien, sagte er, und ich sagte, bei Rojo damals, im Berg, ne, der Tausendfüßler. Er streckte seine Füße etwas vom Boden weg, wackelte kurios damit, lachte und sagte, es sind nur noch zwei. Wieder bedeutete mir seine rechte Hand, ich sollte doch zusteigen, was ich jetzt tat. Richtig, Gulamons, westliche Isla Rio. Oh, wie lange ist es her? Jahre und Jahre, bestätigte er und wurde praktisch in seiner geschmeidigen Geselligkeit. Wollen wir was trinken gehen? Du kannst saufen? Überhaupt? Habe ich was nicht mitgekriegt oder seid ihr jetzt tatsächlich nicht mehr an eure alten Gerüste und Chassis gebunden, womit ihr eigentlich die ganze Gattung wegfällt? Ich meine, du hast doch ganz anders ausgesehen. Er spreizte den Daumen von der rechten Faust wie ein lustiger Übernahme der menschlichen Alles-Okay-Geste. Dann knickte er den Arm ab und deutete mit diesem Daumen über seine rechte Schulter und sagte, ich habe immer so ausgesehen. Das da hinten, das bin ich. Sehe ich immer noch aus. Ich meine, damals habe ich zig unabhängige Segmente parallel ferngesteuert, als es darum ging, die alten Minen zu finden, zu entschärfen, die eingegrabenen Partisanendroiden, das alles. Du erinnerst dich? Deshalb haben sie mich ja Tausendfüßler genannt. Die konnten halt nicht zählen, es waren 70, also 1000. Dann habe ich das Zeug einschmelzen lassen. Das war einfach mehr Metall, als einem Einzelnen zusteht. Wir müssen ja auch rationieren. Solche Massen von Zeug hat nicht mal Rojo durch die Gegend geschoben. Wir haben dann, naja, wie sagt ihr, Kinder draus gemacht, so eine neue Generation. 4 Stück. Und abgezweigte andere Programme draufgespielt. Wir sind die. Was heißt es jetzt, du hast immer so ausgesehen? Na, der Prozessor, der flache Kasten. Achso, das Ding auf dem Rücken. Das war er. Und dann erklärte er, ja, und das Saufen, also, ist ein bisschen gemogelt, aber es ist bei euch ja auch. Vor allem bei einem wie dir. Ich meine, du trinkst ja nicht, wie Menschen früher getrunken haben, vor ein paar hundert Jahren, was am Suff effektiv und, naja, schädlich ist auf eine gute Art und was über die Blut-Hirn-Schranke spült, durchkommt, wird ja sowieso von deinen ganzen Dingern da abgefangen, die du im Blut hast und unschädlich gemacht. Du musst ja bei jedem Rausch bewusst wollen. Außerdem haben eure Cocktails oder harten Drinks inzwischen einen Alkoholgehalt, der die unveränderten Exemplare der Gattung Homo sapiens, die vor ein paar hundert Jahren noch auf der Erde rumgelaufen sind, getötet hätte. Ja, aber schmeckt, sagte ich. Sag, wie machst du es? Wie macht's dein, ich weiß nicht, Stoffwechsel? Wie wirst du betrunken oder passiert es gar nicht?
Wenn es gar nicht passiert, dann ist es für mich witzlos. Also ich betrinke mich nicht alleine. Und wenn ich doch mal alleine betrinke, dann bitte nicht in Gesellschaft, wenn du verstehst. Die Helan, das immer dialektisch, sagte Fabian Lohmann. Ich musste mit den Schultern zucken dazu. Wo er recht hat, hat er recht. Im allmählichen Sinkflug nahm Fabian das Thema schließlich wieder auf. Auch ich kann den Rausch wählen, ganz bewusst. Es sind so Settings, die seine Pausen, lernte ich später zu schätzen, absolut lebensechte Mitteilungen von Momenten, in denen es ihm schwerfiel, seine Gedanken in eine solche Sprache zu übersetzen, die so ein Idiot versteht. Er fuhr fort. Naja, du weißt wahrscheinlich, dass ein Körper wie der hier randvoll ist mit synthetischem Zeug. Ja, Plasmodientransposon ist es zu den normalen Zellen, lebendiges Gummi, was weiß ich, so Zeug. Richtig, und da funktioniert dann einiges auch als Sensor. Das Zeug erkennt Alkohol oder andere Drogen, Rauchpillen, Pulver, Gedichte. Und dann werde ich gefragt, ob die Roulette-Maschine angeworfen werden soll. Dann verblöde ich für eine Weile. Also eine Simulation. Musst du wohl so sehen, lachte er. Wir waren am Ikazawa-Kleeblatt angekommen, im Club, im 7. Stock des Gebäudes, das der Attaché aus Behrens, übrigens ein D, tagsüber als Bürokomplex nutzte. Ich lade dich ein. Wir stiegen durchs Fenster. Das ist eine Hommage an Günter Grass, der hat das immer gemacht bei Lesungen in New York am Anfang. Durchs Fenster gestiegen. Es waren noch nicht viele Gäste da. Das Lokal füllte sich erst nach und nach mit Leuten, die inoffiziell und unter weniger, wenn ich keine Aufsicht weiterfeiern wollten. Wir gingen direkt an die Bar und hoben schon wenige Minuten später unsere Gläser zu Fabians Trinkspruch. Einem der besten, die ich je gehört habe. Aufs Freiwerk. Auf eine Zukunft, wenn die Maschinen besoffen sein werden und die Menschen endlich mal nüchtern. Im Lichte dessen, was kurz danach passierte, war der Abend ein Geschenk. Wir kamen, wenn ich für ihn mitsprechen darf, gar nicht auf den Gedanken, einander zu misstrauen. Ich redete, textete frei, er auch, obwohl wir einander direkt gegenüberstanden, war nicht alles direkte Sprache, vieles geschah auf vielen Ebenen. Ich hatte im Umgang mit dir und Kay längst gelernt, wie das ging, wie man schrieb und las, während man redet und gestikuliert, wie man filmt, Bilder schickt, mitten in der Unterhaltung. Ich empfand derlei bei allen bedrückenden Umständen jener Tage als erfreuliche Erweiterung meiner sozialen Fähigkeiten, als Reichtum. Das Ganze hatten Christensens neue Protokolle ermöglicht, ich konnte es nicht leugnen. Sie forcierte den Austausch, nicht nur die Einheit. Auch ihre Rede vorhin, die Rede der Chefin, die Rede der ersten Delegierten, hatte dieses Programm betont. Keine Intelligenz kann sich der Früchte ihrer Arbeit erfreuen, wenn sie duldet, dass es Dümmere gibt, die sie dafür hassen, dass sie diese Früchte besitzt. Und kein Dummer kann zufrieden sein, wenn er weiß, dass andere mehr verbrauchen. Die Lösung des Dilemmas haben uns Kamala Khara und Laukan gewiesen. Gleichmacherei wollen wir nicht, wir wollen Austausch, geschützt gegen Entropie. Das Entscheidende ist nicht die absolute Höhe der Entwicklung, sondern die Bewegung. Die ständige Erweiterung der Arbeitsteilung. Erst wenn alle verstehen, alle Menschen kennen die, dass ihre Einzigartigkeit nur dann geschützt ist, wenn das Interesse aller anderen, ebenfalls die eigene Einzigartigkeit geschützt zu wissen, Beachtung findet. Erst dann wird das Einzelwesen zum Produkt des Gesamtgemeinwesens, zum Produkt der Einzelwesen, ganz so, wie uns die Alten das vorausgezeigt haben. Schöne Worte, vielleicht auch wahre, aber sie standen in schmerzhaftem Widerspruch zu vielem, was wir erlebten. Ich erwähnte und zitierte die Rede, die ich eben aus dem Archiv zitiert habe, auch an jenem Abend nochmal gegenüber Fabien. Und er sagte darauf, gut, das sind Predigten. Bei uns unten sagt man, da, im Schacht, die Lilly, die hat immer den Kopf in den Wolken. Das ist nicht nur buchstäblich gemeint, auch wenn es natürlich in den Trichtern oben manchmal wirklich keine Durchsicht mehr gibt. Ihr Leute schwimmt in euren Höhen und wir baden es aus. Jedes Jahr weniger Menschen und mehr die in der niederen Landwirtschaft. Die Zusammensetzung verschiebt sich und langsam werden auch die Folgen dieser Politik sichtbar, die sich, wie alle wissen, Batnagar ausgedacht hat, diese Idee, auf die große Integration sofort eine gigantische Produktionssteigerung folgen zu lassen. Wer wohnt da unten im Dreck? Nur die Freunde, die man bei euch nicht mag und eben die. So achtet niemand auf Gifte, auf die Gefahr auch der Abnutzung der schwachen Böden, auf den Raubbau und was passiert. Smog über den Sümpfen sorgt für Stürme.
die mehr und mehr die Nordhalbkugel erreichen, im Süden aber sogar schon die Städte ins Wanken bringen. Schwarze Eis dämpft die Effekte noch für eine Weile. Aber damit es das tun kann, muss es wieder mehr Energie aus dem... Ich unterbrach ihn. Wie meinst du, dass der Smog sorgt für Stürme? Entschuldige, er winkte ab. Hatte was von einem Schmetterlingsfächer, diese große Hand, diese glänzende Haut. Ich habe mich unklar ausgedrückt. Das muss schon der Schwips sein, den du wolltest. Ich meine, schau, der Prozess, wie das läuft, ist noch nicht gut verstanden. Aber die Kay sagen uns, Radista, auch Heigem und andere aus der dünnen Schicht der absolut loyalen, absolut solidarischen Kay, die wir manchmal Lillys Kay nennen, weil sie sich viel tiefer, viel hilfreicher in die Angelegenheiten einlassen auf geheißte Chefin als die Kay in Batnagars komischem Zirkel. Also die haben ihre Klimamodelle mit Daten über die Luftverschmutzung am schmalen Meer gefüttert und das dann mit Berechnungen über die Witterung vor der großen Integration und vor Batnagars blöden Offensiven in der Produktion verglichen. Ich behielt für mich, wie sehr diese Offensive zwar offiziell Batnagars-Projekt, in Wirklichkeit aber Folge von Christensens Vorgaben war. Eigentlich hatte sich Batnagar eher als Bremse vorgetan. Fabian seufzt. Das Ergebnis ist jedenfalls, also mit den Einzelheiten gibt es noch Schwierigkeiten, aber statistisch lässt sich nicht leugnen, die Partikel aus der Industrie in den Sümpfen verändern das Wetter über dem Meer. Stürme dort werden kräftiger, bringen mehr Regen, natürlich für die Landwirtschaft zunächst erfreulich war, Lada Terra, Weizenring, all das. Aber inzwischen verändert sich nach und nach die ganze obere Atmosphäre, wird unruhiger. Naja. Und dann die kranken Leute. Ich sagte, man hört, dass sie die krankheitsbedingten Ausfälle jetzt militärisch ersetzen, schicken Soldaten. Fabian nickte, zog die Stirne kraus. Da sah ich wieder, was mir zuvor nicht störend, aber verwunderlich erschienen war. Der hatte ein paar Gesichtsmuskeln weniger als wir. Die Ausdrucksmöglichkeiten waren also eingeschränkt. Es machte das Gesicht sogar sympathisch, wie bei so klug designten Cartoonfiguren. Er sah nicht glücklich aus, wer weiß, was das noch werden soll. Erst wird die Leitung ausgedünnt, dann hektische Zusammenlegung von Zuständigkeiten, Vermischung von Militär, Zivilem, dann verheizte die Soldatinnen und Soldaten in der Produktion und dann heißt der Krieg rückt näher, naja, der Krieg rückt ja auch näher. Und jetzt heißt es, Batnagar macht den Faktor, den anderen sogar Avancen. Langsam, sage ich. Das ist jetzt unfair. Er hat halt alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ja, trotzdem, mit denen handeln, ich weiß nicht, das ist Verrat. Dann lacht er wieder, schüttelt den Kopf. Ist ja auch gleich. Wir können es kaum beeinflussen. Nur, auch auf der Erde, auch bei den Asteroiden, auch bei den Feinden kämpfen Leute fürs Bundeswerk. Soll Fonds geben, die mit unseren Kay konspirieren. Separatisten D auf Besetzung des Faktors, Menschen überall, die gegen Samito kämpfen. Den fallen wir irgendwie in den Rücken, wenn wir, naja, das meine ich mit Verrat. Ich sage Verrat, ich glaube, wir haben uns an das Wort so gewöhnt, dass man es jeden Tag ein paar Mal spuckt, wie früher Scheiße und sowas. Schimpfwort. Rasierpinsel ins Klo gefallen. Verrat! Politik, vergiss es. Mehr Sorgen macht mir, naja, Krankheiten und so, was man so hört. Weißt du was, das man hier in der Stadt nicht weiß? Ich habe noch nie Kranke persönlich gesehen. Gibt da so Gerüchte. Er sagt, boah, du, Mischung aus Lungenkrankheit, Herzprobleme, Hautwucherungen, wie diese alten Geschichten da. Und dann können sie nicht mehr in den Eck, nicht mehr ins Netz, nicht mehr in den Schaum. Wie, also die Leute haben Netzallergie jetzt, oder was? Nee, Allergie ist verharmlosend. Du hast sie nicht gesehen, die Leute. Naja, und wenn man dann das Allergen einfach entfernt, wenn man sie, weiß nicht, wegbringt, zu spät. Die werden dann rasch Überträger. Es ist, als ob die Luft, die sie ausatmen, Spuren, Sporen, keine Ahnung, irgendwas trägt, das sich verändert hat. Und Quarantäne? Ja, Quarantäne ist eine Preisgabe von allem, was das Leben für unser einen zum Leben macht. Der Krieg ist wieder da. Du, ich glaube, der war nie weg. Dann nickt er und sagt unsere Parole, Venus siegt. Na, hoffen wir es. Das Lokal war inzwischen zum Bersten voll. Man stand dicht an dicht, man sang die alten Lieder. Ja, Spor, man brachte die alten und die neuen Trinksprüche aus. Winkelt, Kiese, winkelt. If you wanna make it human, make it whole. Venus siegt. Die Party, die dieser Tag sein sollte, ging in eine Art gesitteter, berechtigter Sentimentalität über, bei der sich sogar oppositionelle und offene Anhänger Christensens in den Armen lagen. The strongest fight their whole lives. Those
are the indispensable ones. Brecht, Fabian, hatte eine der edelsten Baritonstimmen, die ich je gehört habe. Wie der das A verschluckt hat bei indispensable. Wie so ein alter englischer Landaristokrat. Und ein Arbeiter, nee, ein Roboter, nee, ein Roboterarbeiter. Fröhlich, flutend, wehmütig, stärkend wogen die Lieder um uns. Bis wir beide, seinen Arm um meine Schultern, meine um seine Hüfte, singend auf dem Balkon stolperten, wo die Wasserpfeifen standen. Wir blickten nach oben und staunten mit den anderen, weil man das schwarze Glas über Aton nur für diesen einen Abend auf Transparenz gestellt hatte. Sterne, Planeten, dieses Ding, wie sagt man, die Erde. Wir freuten uns und fühlten uns vor allen Generationen, die uns vorangegangen waren, bevorrechtigt. Weil der DBK trotz alledem und alledem so viel erreicht hatte und wir erkannten uns als gesegnet vor allen, die nach uns kommen würden, weil wir immer noch Pionierinnen und Pioniere waren. Und wir konnten uns umarmen und küssen. War die letzte Chance. Ich bin froh, dass ich sie genutzt habe. Ich denke an das, was nie wieder sein wird. Drei kleinere Sachen noch. Das eine, die unmittelbare Zukunft der Kultur und Künste für die Künstlerinnen und Künste und Künstler selber. Liebe Tochter, liebe Tochter, bist nun Bettlerin geworden, da ich schreibe, Mama malt. Deinen Bruder mussten wir ermorden, weil die KSK nicht zahlt. Liebe Tochter, zum Geburtstag kriegst du höchstens E-Mail mit Musik. An die harte Matratze schmiegst du, deine Wange, Kunst ist Krieg. Dass deine Eltern Künstler sind, lehrt dich dann los, mein Kind. Liebe Tochter, lass dich nicht feiern von Verlegern, von der Lesewelt. Morgen werfen die mit Eiern. Abwechslung gefällt. Liebe Tochter, diese Wohnung ein Grusel, weil die Mama spinnt, ich auch. Trink auf deine Eltern Fusel und verfluche uns. Es braucht. Dass deine Eltern Künstler sind, lehrt dich einen Tritt, mein Kind. Liebe Tochter, die uns hassen, finden wir gar nicht schlecht. Dies Lied musste irgendwer verfassen. Der Text hat recht. Liebe Tochter, nimm unsere Liebe. Steck sie dir ins gefärbte Haar. Misch dich lieber unter Zuhälter und Diebe. Meide Kunst und Gefahr. Vater und Mutter haben dich sehr gern. Halt dich fern. Und ein letztes über Bosheit, denn die braucht man auch. Als ein alter böser Bildhauer wegen mangelhafter Durchblutung seines rechten Beins ins Krankenhaus musste, fragte er den Arzt brüllend, denn er war schwerhörig, wie heißt es eigentlich richtig? Das Bein ist nicht richtig durchblutet? Oder heißt es, das Bein ist nicht richtig durchgeblutet? Oder heißt es, das Bein blutet nicht mehr richtig durch? Oder das Blut findet durchs Bein nicht mehr richtig rein und wieder raus? Oder was jetzt? Sie haben studiert. Der Arzt wusste es nicht und wurde von dem alten bösen Bildhauer, weil der Kultur hatte und Sprache, dafür so höhnisch ausgelacht, dass er dem Bildhauer bei sich den baldigen Tod wünschte. Der tatsächlich kurz darauf eintrat, aber lustigerweise durch Ertrinken. Weil der alte Trottel aufgrund der Hybris des Künstlers und Intellektuellen unbedingt allen beweisen wollte, dass er immer noch durch reine geistige Selbstdisziplin und Formwille und Gestaltungsentschlossenheit noch bis zu 5 Minuten unter Wasser die Luft anhalten konnte. Was, um es vorsichtig auszudrücken, schief ging, danke. Ja.
Ja, ich sage jetzt nur noch danke dir und danke euch allen. Und genau, die linke Woche der Zukunft fängt jetzt erst an, morgen um 10 in den Räumen des Franz-Mehring-Platz, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dort morgen wieder. Vielen Dank und schönen Abend noch. Bis denn. Kamera hat sich Thank you.